es um Technik geht, kann man uns Deutschen ja bekanntlich gar nichts vormachen. Die deutsche Ingenieurskunst ist weltberühmt. Die Autos sind ein Traum und die Werkzeugmaschinen sind Legende. Die Spezialchemie gilt als unverzichtbar in jedem Pharmaunternehmen der Welt. Wie merkwürdig aber verschiebt sich das Bild, wenn man die Deutschen nach der Bedeutung von Technologie, von Innovation und von neuen Forschungsrichtungen fragt. Dann finden die meisten Menschen das alles sehr bedenklich, gefährlich und schlecht für unser Land. Bürger wehren sich gegen Gentechnik, sie protestieren gegen das Erschließen unkonventioneller Gasvorkommen, sie klagen gegen das Lagern von CO2 im Boden. Sie sind gegen gentechnisch veränderte Pflanzen, halten Konservierungsmittel für bedenklich und beargwöhnen das Treiben der Nuklearforschungseinrichtungen, als ginge es um ein Atommüllendlager auf ihrem eigenen Grund und Boden. Deutschland gilt als das Land der Technik und es ist das Land der Technikfeinde. Das ist nicht immer ein Widerspruch. In Deutschland muss Technologie besonders gut, umweltfreundlich und erprobt sein, bevor sie akzeptiert wird. Die Skepsis der Deutschen sorgt also dafür, dass die Technologieunternehmen in Deutschland sehr gut, sehr sorgfältig und sehr überzeugend arbeiten müssen. Und das hat am Ende viel zum Ruf der deutschen Technologie beigetragen. Auf der anderen Seite aber droht der Argwohn, den Fortschritt zu behindern, die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu bremsen, eines Landes, das wie kaum ein anderes auf technischen Fortschritt angewiesen ist. Allein das Beispiel Energiewende zeigt, wie viel Potenzial Deutschland verloren geht, weil seine Bevölkerung neue Technologien nicht akzeptiert. In vielen anderen Ländern der Welt werden unkonventionelle Erdgasvorkommen ausgebeutet. Das ist Gas, das in Gesteinsschichten verborgen ist und mit Wasser und Chemikalien gelöst werden muss. Diese Technik nennt man Fracking. Die USA sind in den vergangenen Jahren durch den Einsatz des Fracking von einem Gasimportland zum Selbstversorger geworden. Breite Kreise der Bevölkerung profitieren von der preiswerten Energie. Während in den USA Energie immer billiger wird und viele Unternehmen dort investieren und Arbeitsplätze schaffen, wird in Deutschland Energie immer teurer. Investitionen bleiben aus, neue Arbeitsplätze werden kaum noch geschaffen. Auf die Dauer schadet das dem Standort, dem Land, dem Wohlstand und der Zukunftsfähigkeit. Während woanders sich der technische Fortschritt beschleunigt, die Menschen mit Energie und Freude daran arbeiten, die großen Probleme der Welt, Klima, Hunger, Gesundheit, in den Griff zu bekommen, wird in Deutschland vieles langsamer und träge. Dabei könnten sie es. Wie bei den Autos oder den Werkzeugmaschinen haben die Deutschen auch in der Gentechnik, in der Kraftwerkstechnik, im pharmazeutischen Bereich viel beizutragen, um das eigene Land und die Welt voranzubringen. Sie müssten es halt nur wieder zulassen.